So langsam müsstet ihr mich kennen, wenn ich rausgehe bei diesem wunderschönen Wetter, dann wisst ihr, es kommt etwas ganz Besonderes. Und zwar mein erster elektrisch betriebener Roller bzw. Scooter. Und warum ich dieses Video erst jetzt mache, obwohl ich den schon ein Jahr besitze, das verrate ich euch heute. Xiaomi, besser gesagt Nineboard, hat einen Scooter, einen City-Roller auf den Markt gebracht, der elektrisch betrieben ist und der wirklich geil ist. Und da ich ihn schon sehr lange als Testobjekt habe und natürlich auf Privatgelände ausgiebig getestet habe, habe ich heute hier das Video für euch am Start. Der Motor bringt ganze 700 Watt auf die Waage oder eher gesagt mal ins Rollen. Man kann damit bis zu 25 km/h fahren. Das ganze Ding kann man sogar noch aufrüsten mit einem zweiten separaten Akku. Und ich muss sagen, bergab habe ich es geschafft, bis zu 32 km/h das Ding zu betreiben. Der ES2 ist auf 100 Kilo ausgelegt, was jetzt bei meinen 75 Kilo nicht viel ist. Dementsprechend kann ich auch höhere Geschwindigkeiten erreichen. Besitzt eine Front-LED als Scheinwerfer, eine Bremse, die mit am Lenker angebracht ist. Genauso wie das Gaspedal. Hinten eine zusätzliche Bremse mit weiteren Rücklichtern. Ein Negativpunkt für mich persönlich ist leider die Frontachse, die ist nämlich zu geschmeidig. Für die einen genau das Richtige, für die anderen zu leichter Spielraum. Hält aber einiges aus, ist gut verarbeitet. Dämpftechnisch ist das Ganze auf mittlerem Niveau, also man spürt schon ordentlich, worauf man gerade fährt. Mit Hartgummireifen ausgestattet und auswechselbar. Zudem in einer futuristischen Optik gefallen mir diese doch sehr gut. Das ganz Besondere an dem ES2 und was eigentlich ausschlaggebend dafür ist, dass ich mit denen mal wieder gezogen habe, sind die LEDs. Man hätte es von mir nicht anders erwartet. Erst hat man sich für das Xiaomi Black Shark entschieden wegen den LEDs und jetzt kommt auch noch ein Scooter dazu. Verdammte Rotze, Alter. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr darauf. In 3 Stunden Ladezeit ist das Ding auch schon einsatzbereit. Ich sollte Rapper werden. Okay, ihr könnt das eh nicht hören, aber hier fährt gerade ein massiver Transporter vorbei. Ich würde sagen, das gute Stück schafft mit einem einzigen Akku gute 22 bis 23 Kilometer, wenn ihr keine Steigung von 10% habt. Weil das Ding kann nämlich 10% Steigung erklimmen. Was mich echt überrascht hat, hier auf unserem Privatgelände ist die Steigung doch mal gut und gerne 12% und das hat meine 75 Kilo doch ganz entspannt da hoch befördert. Einsatzbereit ist der Scooter von minus 5 bis 40 Grad. Also wenn du in der Wüste wohnst, ist es leider nichts für dich. Aber da fährt man noch Quads. Ach, das erinnert mich schön an die guten alten Ägyptenzeiten. Insgesamt wiegt der Scooter 12 Kilo. Was ich sagen muss, der Aufbau von dem Roller habe ich mir ziemlich schwierig vorgestellt, aber ich habe es echt geschafft, den innerhalb von 5 Minuten aufzubauen. Willst du mich verarschen? Der fährt hier wieder lang. Der sieht, dass ich aufnehme. Ein weiterer Pluspunkt ist der Klappmechanismus. Der ES2 ist nämlich zusammenfaltbar. Vorne ist ein Mechanismus. Durch einfaches Drauftreten löst sich eine Verankerung und man kann den mit der Bremse hinten koppeln. Das Highlight allerdings ist für mich die Bluetooth-Verbindung mit der App. Man kann hier ziemlich viele Sachen einstellen. Man kann die LEDs nach Belieben wechseln. Man kann den Nachtmodus in der App ein- und ausschalten. Was ist denn heute los? Da gibt es noch viele Spielereien, zum Beispiel wird einem angezeigt, wie lange ihr noch damit fahren könnt, was echt cool ist. Und noch wirklich vieles mehr. Der Scooter ist im Übrigen updatebar und Nineboard oder Xiaomi bietet da ungefähr einmal alle 3 Monate ein neues Update an. Was echt gut ist, weil bei dem letzten Update ist mit dazu gekommen, dass die Bremsleistung nochmal den Akku ein bisschen, ja quasi durch ein Rückgewinnungssystem wieder Akku hergestellt wird, was echt cool ist. Natürlich bietet der ES2 auch außerhalb der App verschiedene Modis an und um die zu erreichen, muss man das ganze Ding erstmal einschalten und dazu den Startknopf einfach 3 Sekunden gedrückt halten und der ES2 springt an. Jeder Doppelklick verändert die Modi von Sport bis hin zu Supersport, der 25 km/h packt, aber es gibt auch den Rentnermodus, wo man ganz entspannt mit 10 bis 15 km/h durch die Gegend juckelt. Bei einmaligen Tippen geht die LED vorne und das Bremslicht hinten an, das übrigens, wenn die Bremse betätigt wird, anders leuchtet und somit anderen Verkehrsteilnehmern eine Warnung darbietet, dass man gerade die Bremse drückt. Was in der Dunkelheit in Kombination mit den LEDs echt verdammt cool aussieht. Warum habe ich das Video erst jetzt dazu gemacht, wenn der Roller doch wirklich so geil ist? Das liegt einfach an den deutschen Gesetzen und wir bewegen uns da in eine gute Richtung, weil
wir haben mit diesen Gesetzen so einen richtig schönen Stock im Arsch. Deswegen lachen uns die Niederländer auch kräftig aus. Danke dafür, Merkel. Das letzte Mal wurde im Februar entschieden, dass die Roller maximal 25 km/h erreichen dürfen aus eigener Kraft. Eine integrierte Front- und Rückbremse da ist, genauso wie ein Frontlicht, dass man damit dann nicht zum Verkehrsamt muss, um das Ganze versichern zu lassen. Aber da gibt es so ein kleines Problem. Die haben das Ganze jetzt wieder vertagt und das soll jetzt im März ausgebessert werden. Hoffen wir einfach mal, dass wir alle im März mit unseren E-Rollern durch die Gegend heizen können. Hey, ganz im Ernst, es würde der Umwelt gut tun. Wer kennt es nicht? Wenn man mit dem Bus nach Hause fährt, dann hat man schon mal die gut genannten 3 Kilometer Fußweg. Ich weiß jetzt gar nicht die genaue Bezeichnung dafür, aber dafür ist diese E-Mobilität da, dass man gerade für diesen Weg nicht noch ein Verkehrsmittel nehmen muss, wie Taxi und so weiter, was die Umwelt belastet, was unser Portemonnaie belastet, was eigentlich alles belastet. Auch wenn du damit einen umfährst, dann belastest du den damit auch. Nee? Nee. Übrigens, auf Privatgelände kann man das Ding gut und gerne mal ausreizen. Natürlich findet ihr den Ding zu den Scooter in der Beschreibung oder auch auf meiner Seite, genauso wie das ganze Equipment, was ich verwende, getestet habe und euch ans Herz lege. Sucht die LED-Technik, ich bin der beste Mann dafür, glaubt mir. Schaut euch da gerne einmal rum. Alles weitere seht ihr jetzt um mich drum oder in der Beschreibung verlinkt. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Dazu die Glocke aktivieren. Folgt gerne meiner Seite auch für neue Infos. Alles weitere seht ihr hier um mich drum in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein. Wisst ihr, was ich meine?